So, jetzt wollte ich noch mal kurz gucken, ob jemand vielleicht einen Entgiftungstrank dabei hat. Machen wir noch mal Pause. Ja, ein Entgiftungstrank. Ausrüstung, Prüfe, Tränke, gibt's nicht. Konsumiere, Trank, heile alles. Heile alles. Heile 15. Alk weg. Heile alles. Stärke, Stärke, Stärke. Ja, der heilt halt nur. Naja, ich muss mal zusehen, dass die Vergiftung los wird. Ich merke mir mal die 10. Und guck mal, ob das langsam hochgeht. Wie gesagt, wir brauchen 40 zum Wiederbeleben. Rasten. Ich könnte es ja mal probieren hier. Aber ich glaube, da geht mir dann die Dings drauf. Save State. Fate 5. Okay. Wir sagen also jetzt mal Party. Wie spät haben wir es eigentlich? Uhrzeit 13:42 Uhr. Roderick zerfällt zu Staub. Okay, nicht los. Nix zaubern. Ja, zaubern. Hier, mach mal hier, entgiften auf. Ah, hier. Ach so. Ich hab dich ja da gelassen. Ich könnte eine Party gebrauchen mit 20 Leuten. Tja, außer auch rasten. Ach, 6 Stunden. Jetzt hat sie 13. Ja, zaubern. Fee. Heile 15. Also, jetzt habe ich dann noch nicht mal mehr die Health Points. Also, das hilft mir so nicht weiter. Das hilft. Sie wird zwar überleben, aber sie erholt sich auch mit den Magic Points nicht richtig. Ich muss die irgendwie entgiften. Also laden wir das jetzt hier wieder neu. Load. Dann macht er das nach dem Alphabet. Ich möchte gerne das Änderungsdatum. Okay. Ja, und man hat ungefähr 2, 3 Tage Zeit. So, warte mal, wie ist denn jetzt hier Tag? Ich glaube, Tag 5 hatten wir, Tag 6 habe ich den ausgesetzt. Und jetzt sind wir Tag 7, ja, so 2 Tage hat man Zeit, bis jemand zu Staub verfällt. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen. Also, gehen wir jetzt hier wieder zurück. Und damit sind wir wieder hier. Baba ist jetzt da. Ja, Baba. Zaubern. Licht. Also, wir sind jetzt da und wir möchten jetzt, was geht's da? Treppe. Treppe hoch. 53,9, das müsste die südliche Insel sein. Hoch. 53,9, dann kommen wir hier raus. Genau. Und hier gibt es dann ein Inn. Mulradin, mit dem müssen wir reden. Hier kann ich dann ein bisschen Geld ausgeben und
Zeug lernen. Oder ich kann es mir auch aufsparen bis da. Was gibt's denn da für Geschicklichkeit, Verteidigung? Regenerationsfeld, Hitpoints werden ein wenig aufgefrischt. Drunkyard. Das ist eine Finger. Hier geht die Treppe runter. Und hier, was steht da? Könnte ich mich dann nach da teleportieren? Da bin ich auf der mittleren Insel. Und komme hier wieder zurück. Oder kann hier nach Lavin. Und irgendwo kann ich hier zum Deaktivieren der Teleporter. Ah, okay. Das ist mein Plan. Nee, ich gehe jetzt auf die südliche Insel. Quatsch mit dem. Und dann benutze ich hier den Teleporter, mache die mittlere Insel und werde hier die Teleporter aktivieren, weil dann komme ich hier ganz schnell wieder zurück. Und bin dann hier und dann kaufe ich einen Entgiftentrank oder sowas. Hier, irgendwo werde ich schon fündig werden. Und jo, gut ist. Wir sind jetzt hier. Und zwar, wir sind die Treppe runtergegangen. Und wollen nach da. Also muss ich hier das Zeug. Und dann da, und dann da, und dann da, und dann da, und dann. Eieieiei, was steht hier noch? Schneller Weg zurück. Nach 22,6. 22,6. 22,6. Dann komme ich hier irgendwo wieder hin. Komisch, dass der nicht eingezeichnet ist. Oder? Vorher habe ich ihn aus Versehen gelöscht. Egal. Was ist denn hier noch? Flügel. Flügel S. Komme ich da denn ran? Dann will ich mir die mal als erstes holen. Da, 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 komm ich. Also, will ich mal, Flügel S als erstes mal in Richtung Norden gucken. Da geht die Zeit auch irgendwie. Ja, komm, hier. Jetzt stehen wir hier. Nein. Mal mit dem sprechen. Die hat auch nur noch 35. Wenn es hier noch schlechter geht, kriegt es eine Heil All. Und jetzt stehe ich hier. Und jetzt muss ich. Das ist Empfänger Receiver und das ist nach 3-3. Ach, da könnte ich auch noch mal was finden. Ein Engelstab hört sich auch gut an. Naja, dann nehmen wir zuerst mal hier im Norden und den Teleporter.
Ich ziehe halt ich jetzt selbst. Ich kann da nicht ewig warten. So. Kann jetzt teleportieren, wa? Und sind dann. Moment nochmal, schwuppdiwupp. Hier. Papa geht's auch nicht mehr so toll. Zaubern, Fee, Heile 15, zu wenig. Zaubern, Fee, Heile 6 Party. Auch zu wenig. Zaubern, Fee, Heile 6. Das kriegst du gerade noch hin. Jetzt ist noch ein Punkt. Hau drauf wie nix. So. Jetzt müssen wir einen Schritt nach. Was haben wir denn hier für ein Brunnen mit normalem ordinären Wasser? Loch in der Wand. Info zum Ausgang. Diese Tür nicht öffnen. Okay. Also Norden. Verschwinde schnell oder bleib für immer. Oh oh. Ich sollte vielleicht mal speichern. Also, wo? Knallt immer gut rein, der Hirnschlag. Je intelligenter, je knall. So, jetzt sieht das aber irgendwie für mich ein bisschen anders aus. Wo hat er mich denn jetzt hin teleportiert? Also ich bin in einem großen Raum mit ein paar Türen. Okay? Hier. Nee. Hier bin ich. Hier bin ich. Gut. Und jetzt gehe ich nach Norden durch diese Tür. Und da komme ich dann wieder zurück. Ganz nach Norden und dann zum Brunnen erstmal. Das kann ich mir gerade noch so merken. So, weißt du noch was? Ein Sosser und ein Wandermagier. Da muss man schon schießen. Fuck. So, das ist die Tür. Und hier soll es einen Brunnen geben. Und dieser Brunnen, mal schauen. Einfach Wasser. Hallo? Einfach nur Wasser. Naja, dann haben sie wenigstens keinen Durst mehr. Ja? Seht ihr das hier? Der Sound geht irgendwie auf minus 40 und dann fängt der Stottern an. Okay. Dabei habe ich einen i5 Quad Core mit 2,6 GHz oder sowas. Und der ist gerade ausgelastet. Ich schau mal nach, ihr könnt das nicht sehen. Zu wie viel?
39%. Mensch, das ist irgendwie total schlecht programmiert. Aber so soll es halt sein. Kann man nichts machen. Man muss nehmen, was man kriegt. So, und von dem Brunnen, an dem wir jetzt stehen, also hier, wir sind übrigens da rausgekommen, das hatte ich falsch eingestellt, muss ich jetzt nach Osten, aber ich will nicht zurück teleportieren, sondern ein Feld davor nach links. Also erst einmal durch die Tür, das ist klar. Ein Kämpfer. Ich kann ja mal sprechen. Maxwell. Maxwell Smart. Ja, da weiß leider. Was sind diese Herzschlag? Tschüss. So, und jetzt durch die Tür, aber nicht ganz bis zum Schluss, sondern hier rein jetzt. So, und dann kommt ja irgendwann hier, was weiß ich, was es hier alles gibt. Komm, nochmal kurz speichern. Die wollen bestimmt irgendwie nicht nettes Pläuschen machen. Die sind alle in 4 Metern, da kann ich nur schießen. Warte mal, die Feuerwand. Einzelgegner ist ein Hirnschlag immer gut. So. Na, ich hab schon Kämpfer. Na, trotzdem. Ach, Maxwell, du bist es wieder. Tschüss, Maxwell. Und irgendwie ganz in der Ecke soll ich was finden. Wen wurde deine Waffe gefunden? Ausrüstung, prüfe, Waffe. Ein Engelstab. Das wäre doch das richtige für Aurin. Oder Marina, wenn es dann mal wieder leben würde. Dann geben wir doch diesen Engelstab. Übergeben. Waffe. Engelstab. Die soll ja eh nicht kämpfen, die liebe Marina. Prüfe. Quatsch, anlegen. Doch, ich will mal gucken, wie das im... Der normale Stock hat 1122. Ist oh, viel besser. Viel besser. Waffe anlegen, Waffe Engelstab, zweiter Stock, was ich zum Abwehren, keine Ahnung. Immer noch vergiftet die Arme. Die Verteidigung ist jetzt ein bisschen besser. Gut. Speichern wir das. Okay.
Okay. Damit sind wir jetzt hier und müssen zurück nach da. Um da dann wieder zurückzukommen. Wo ist mein Baba? Zaubern. Licht. Weiß die noch was? Sprechen? Geschwätz? Conny. Späßchen. Aha. Über die Elementargeister weiß sie was. Eine alte Legende erzählt von einem geheimnisvollen Magier, der tief in den Katakomben lebt. Die Sage nennt ihn Meister der Schatten. Das ist dieser Mithras Adran. Jo, danke für die Info. Das würde ich mir vielleicht mal speichern. Ich glaube, die muss man der Reihe nach einsammeln. Die Infos. Shadekrieger. Oh, die sind aber stark. Ach, nur einer, ist ja langweilig. So wenig habe ich ja, dann schieße. Kann sie nicht. Zaubern. Der kann gar nichts mehr. Ausgepowert! Ah, dann spezielles Schießen. Zuschlagen. Ich weiß nicht. So weit weg, oder? Zaubern. Ich brauche mal wieder Licht. War jetzt nicht einfach. Der Sound spinnt schon wieder. Wahrscheinlich wegen dem Herzschlag, der da immer im Hintergrund ist. Ich mach mal hier auf Pause. Kann sich der Soundwurf entleeren. Ja, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Hier irgendwo, ne? Ich muss da durch und dann zweimal sehen. Okay, weiter geht's. Kämpfen. Schießen. Zaubern. Die überleben, das gefällt mir so überhaupt nicht. Schrecken, vielleicht läuft er immer weg. Einer wird verrückt vor Angst. Ach, der Sound wieder. Zu wenig Magiepunkte. Das reicht wahrscheinlich nicht mal für. Das reicht für gar nichts. Schießen. Zaubern. Ach so. Zuschlagen. Oh, Baba geht's aber gar nicht gut.
Ich glaube, da braucht man so einen Heiltrank. Nicht in Reichweite. Hat er ein spezielles? Hintergehen? Wird beobachtet. Ich hab kaum den einen, haben wir jetzt auch noch. Jetzt steht er direkt da. Was ist es denn? Dorothy findet einen Zaubertrank. Lass es doch ein Entgiften sein! Lass es doch ein Entgiften sein. Dorothy, was hast du gefunden? Alk weg. Warum findet die immer ein Alk weg? Gib mal hier heile 40 dem Baba. Ich hoffe, das geht. Müsste eigentlich gehen. Ausrüstung. Übergeben. Trank. Baba. Heile 40. Baba. Konsumiere Trank. Heile 40. Und damit geht es ihm wieder besser. So, und ich bin jetzt irgendwie, ja genau da. Und jetzt muss ich da durch die Tür und vielleicht dann auch noch durch die nächste Tür. Oh Gott. Ich nenne es einfach nur noch 7. Okay. Ja, ich könnte ja mal lieb sprechen. Das hat keinen Sinn. Oh, die Augenringe ist auch nicht mehr gut. Reicht nicht, dann hau drauf. Ich glaube, die kann nicht mehr mal zaubern. So wenig, die kann gar nichts mehr. Hau drauf. Aurin geht's nicht mehr gut. Komm. Hau drauf. Hau drauf. Hau drauf. Hau drauf. So, durch die Tür und einen Schritt nach links und dann sind wir teleportiert. Dann sind wir von hier wieder nach da. So, die Aurin braucht mal einen Trank, würde ich sagen. Wer hat denn hier noch so einen Heile-Alles-Trank? Trank. Heile 15. Heile alles. Nein, nicht trinken. Ausrüstung übergeben. Einen Trank. Anti-Aurin. Heile alles. Aurin. Konsumieren Trank. Heile alles. Wie geht's ihr jetzt? War. Das hat's nicht geil, die Vergiftung, die Magic Points sind nicht hochgegangen, es war einfach nur ein Heiltrank für die Wunden. Aber besser, als dass sie mir jetzt um die nächste Ecke abkratzt.
So. Ich blicke also wieder nach Richtung Süden und ich will jetzt, die beiden gehören zusammen. Da war ich, da ging Samarina, hier geht's zur südlichen Insel, darunter. Also muss ich hier lang, da lang? Nee, hier lang. Da lang, da lang. Ai, 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 ai. Erstmal durch die eine Tür nur. So. Dann sind wir nämlich hier. Und jetzt muss ich hier so rum. Also einmal nach Westen. Ah, Westen. Nee. Nee, eben nicht. Muss ich nach Süden. Das ist schon mal klar. Aber nicht durch die Tür. So, jetzt bin ich hier. Da muss ich ja. Ne, warte mal hier und dann. Ein Labyrinth. Also hier im Osten. Also gehen wir jetzt mal nach Osten. Osten! Jetzt müsste ich vor der Tür stehen. Jetzt bin ich durch die Tür gegangen. Hä? Osten? Genau, ganz im Osten. Jetzt gehe ich durch die eine Tür. Aber nicht durch die andere. Sondern ich gehe hier nach Süden weiter. Und da müsste jetzt nochmal eine Tür sein. Durch die gehe ich auch durch. Und dann hätten wir hier nochmal eine Tür. Das ist der schnelle Weg zurück. Nach Westen, den wollen wir nicht nehmen. Hä? Süden, nicht Norden, Süden. Südlicher Ausgang. So. Der südliche Ausgang, den nehmen wir mal. Dann sprechen wir das gleich nochmal. Oder nicht südliche Insel. Okay, machen wir hier pausieren. Wir sind also jetzt hier an ein Hoch. Und jetzt sind wir hier. Da haben wir ein Inn, da haben wir eine Gilde. Haben wir auch irgendwie einen Heiler, der entgiften kann. Eine Taverne. Die Hitpoints werden etwas aufgefrischt. Nicht so toll. Die Beichtkapelle, das hilft mir auch nichts. Ah, ich muss hier mal ein bisschen rum. Hier geht's die Treppe runter und da gibt's einen Teleporter. Wo käme ich denn eigentlich hier mit Treppe runter wieder runter? Eieiei. Und damit kann ich mich dann nach hier teleportieren. Aber dann auch nochmal was zu finden. Das wäre auch noch interessant, die Treppe runter. Aber erstmal wollen wir mit dem Typen da reden. Und dann können wir weitermachen. Und der ist da oben. Und wir sind jetzt gerade hier. So. Also. Und das hier ist, was ist das? Ach, eine Beichtkapelle war das, glaube ich, oder? Gehen wir rein. Könnt ihr auch irgendwie. Nee, können sie nicht. Oh, 144.000 habe ich. Nicht schlecht. Da kann ich mir noch was leisten. Da
Ein dran vorbei. Und hier muss irgendwo der Muldradin da irgendwie rumschleichen. Den finde ich schon noch. Den. Da ist er das. Sprechen. Geschwätz. Das ist schon wieder Conny. Heißen die da alle Conny? Ne, ich kann ihn mal fragen, vielleicht weiß er was. Wo ist das Späßchen? Frage nach Name. Ja, Conny. Gerichtsdiener. Kannst du mir etwas über die südliche Insel von Lavin erzählen? Ja, du bist doch drauf, da musst du doch was wissen, Gegenstände. Mein Sohn. Weißt du etwas über den mysteriösen Meister des Schatten? Die Legende nennt ihn Miras Adran, aber das ist alles, was ich weiß. Ja, Conny, dann tschüss, Conny. Das war so Conny. Wo gehen wir denn da rein? Ich kann ja mal herumgehen. Vielleicht weiß man da was. Ration brauche ich nicht kaufen, Flaschen nicht, Getränke. Ich kann ja mal lauschen. Nix. Jetzt wollen wir mal warten, bis der liebe Winwood wieder da ist. Das läuft auch ohne mich. Ich bin nämlich jetzt gerade hier irgendwo in der Tavern. Da. Gibt nur die eine. Will ich mal wieder nach Norden gehen und hier muss irgendwo mein Charakter dann sein. Er hat die ganzen 114.000 der Winwood mitgenommen. Ich habe was Interessantes mitgekriegt. Ein mächtig aussehender Krieger hat was von Lichs Gasthaus gesprochen. Lichs Gasthaus. Mal aufschreiben. Was hat er denn da irgendwie? Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, in einem der Zimmer soll ein geheimer Eingang zu den tieferen Zonen der Katakomben. Okay. Gut. Okay. Das erfahren, das ist schon mal gut. Und dann gehen wir mal hier nach Norden. Ich muss ja noch diesen... das hier ist was? Ein Gasthaus, das hilft mir nichts. Da können wir nachher vielleicht übernachten. Ich frage mich, wo dieser... Vielleicht habe ich auch irgendwas noch nicht mitgekriegt. Und deswegen ist er noch nicht da. Ah, hier haben wir eine Gilde. Ruhe. Ist ja nicht so teuer. Also, machen wir. Machen wir auch. Das wird inzwischen schon teuer. Den will ich sowieso nicht mitschleppen. Das ist nicht billig. Hä? Kann die Hirnschlag nicht schauen?
Was können die für Fähigkeiten? Geschick in der Verteidigung. Eine Zauberklasse? Nope. 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 Element. Ah! Ja, natürlich möchte ich das. Weil Elementar ist sehr schön. Weil die Elementarsprüche können dann nämlich. Wo sind sie? Als erstes Licht lang. Und wenn ich Licht lang hab, dann kann der Baba Tschüss sagen. So sieht's mal aus. Da brauche ich ihn nicht mehr, der Baba. Weil dann kann sie das Licht zaubern. Da muss sie hier noch ein bisschen Punkte machen, die gute. Aber die Aurin restaurieren? So stimmt. Ah. Was ist lernen? Jetzt machen wir das immer so, dass die liebe Aurin hat ja jetzt wieder, jetzt kann sie zaubern. Als Fee. Ein Wiederbeleben. Oh, Marina geht's ja gar nicht gut. Zaubern. Fee. Heile 15. Was hat sie denn da als Nymphe? Heile 24. Die hat echt irgendwie nur 12 Punkte. Sie wird immer ständig tot, tot, tot gehen. Daten. Charakter Level 1 ist die. Die darf jetzt nicht kämpfen, die Marina. Das ist mein Unschuldslamm. Und später kann nämlich nur jemand Unschuldiges da diese Miras Atran oder sowas töten. Wie alt ist denn die? 13. Ja, die muss auch maximal 15 sein. Also. Die schleppen wir jetzt mal mit. Die hat halt nur irgendwie 12 Hitpoints, aber dann kann sie vielleicht noch ein bisschen mitleveln. Jetzt könnte ich eigentlich noch was gebrauchen, um zu entgiften. Ja, und dann muss ich diesen, wie heißt der nochmal? Wie man finden, der Mulradin heißt. Die Gilde war ich jetzt gerade. Ich laufe da einfach mal rum. Ich könnte ja nochmal die Treppe runter und vielleicht. Irgendwo muss der Mulradin ja stecken, ne? Die bewegen sich natürlich auch. Jetzt bin ich hier vor der Beichte. Marina scheint sehr glücklich zu sein. Ich bin so froh, ich werde niemals vergessen, was ihr für mich getan habt. Ich habe einige besondere Fähigkeiten. Ich bin sicher, dass ich euch in vielerlei Hinsicht helfen kann, wenn ihr mal in Schwierigkeiten seid. Ja, ich glaube, die kann berühren oder küssen oder so ein Zeug und dann sind die anderen, weiß ich jetzt nicht. Das erzählt sie mir bestimmt noch.
Da geht's wieder runter, das will ich eigentlich nicht. Ich will diesen Mulradin finden. Und ich habe das Gefühl. Was ist das? Sprechen. Da ist der Mulradin. Okay. Du musst mal spüren, gell? Vorgestellt habe ich mich schon. Richter ist er. Auf der Insel leben viele weise Magier. Hä? Diese kleine Insel da? Du bist doch der Einzige da. Gegenstände? Person? Weißt du irgendwas über den geheimnisvollen Magier Miras Adran? Nein? Wesen? Weißt du etwas über seltsame Lebewesen? Nein? Selbst? 95 Jahre alt! Komm doch mit! Oh nein, ich bin viel zu alt für solche Abenteuer. Ich denke, es ist das Beste für mich, hier auf der Insel zu bleiben. Ja, ich habe ihn ja schon alles gefragt, ne? Wieso gibt's hier mehr? Ja. Und tschüss. Tschüss, wir schaffen es. So, das war Mulradin. Mehr hat er irgendwie nicht erzählt. Und jetzt will ich hier irgendwie die Treppe runter, oder? Warte mal. Dann komme ich nämlich. Kann ich noch. Da. Was ist das? Nochmal eine Treppe runter. Mach mich fertig. Hier kann ich aber dann teleportieren. Und hier gibt's. Zurück. Was steht hier? Falls of Rin. Geisterlager bleibt draußen. Aber da gibt's doch einen Geisterhelm und Teufelshandschuhe. Die kann ich dann nochmal gebrauchen. Wie spät ist es denn eigentlich? Die ist ja immer noch vergiftet. 17 Uhr. Ja, hier oben könnte ich dann auch rasten. Aber ich gehe jetzt erstmal noch hier, irgendwie müsste ich. Ja, wie soll ich jetzt gehen? So viele sind hier nämlich auch gar nicht mehr, mit denen ich reden könnte. Das eine teleportiert. Ich guck mir das mal in Ruhe an. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Das hier ist mal. Nee, warte mal. Spiel einfrieren. Dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Also das ist erstmal reichend für diesen Let's Play Teil. Und ich guck mal in der Karte, was denn Sinn macht. Es ist irgendwie mit der mittleren Insel können wir jetzt. Lass mal. So. Ton auch weg. Regen wir auch mal nicht.
Mit der mittleren Insel oder hier unten oder in welcher Reihenfolge? Vielleicht finde ich ja auch irgendwas, wo ich sie entgiften kann. Und in welcher Reihenfolge genau? Und hier will ich ja dann irgendwann auch mal schlafen und rasten, die Nacht verbringen. Jo, das sehen wir dann im nächsten Teil. Also macht's erstmal gut. Bis dahin. Ciao.